Herzlich willkommen zum sechsten Teil unserer zwölfteiligen Serie, die größten Fehler von Gründern. Heute geht es um das Loslassen. Und es gibt eine ganze Reihe von Dingen, die du loslassen kannst, aber auch Menschen, die du loslassen musst. Menschen, die dir Zeitraum, Energieraum, deine Träume rauben, die entweder nicht an dich glauben können oder nicht wollen, weil sie den Erfolg nicht gönnen. Aber neben dieser Separation von Beziehungen, also ich habe damals eine Liste gemacht und auf der einen Seite die Menschen aufgeschrieben, die mich fördern und auf der anderen Seite, die mich eher behindern, um dann tatsächlich systematisch auf Dauer oder vorübergehend mich von denen zu trennen. Aber neben Beziehungen, von denen du dich möglicherweise trennen solltest, gibt es auch Gewohnheiten, die dir schaden. Wenn du beispielsweise systematisch um 12 Uhr erst aufstehst oder systematisch Computerspiele spielst, Netflix guckst oder andere Gewohnheiten hast, die deine Zeit rauben, dann heißt es auch hier loszulassen. Ich persönlich habe damals viel Sport gemacht, viel Wettkämpfe besucht, viele Dinge gemacht, die mir Zeit geraubt haben. Und es ging darum, tatsächlich in meinem Zeitplan, meinem Terminkalender Zeiten zu schaffen, an meiner Gründung zu arbeiten. Das bedeutet, auch du bist eingeladen, deine Gewohnheiten, deine Rituale zu überprüfen, um dann Freiräume zu schaffen, an deinem Ziel, an deinem Vorhaben zu arbeiten. Aber es gibt nicht nur die externen Gründe, die es loszulassen gilt, also Menschenbeziehungen oder Gewohnheiten, Rituale, sondern es gilt auch die internen Dialoge zu verändern, loszulassen. Sprich, Gedanken, die du immer wieder gedacht hast, ich kann das nicht, ich schaffe das nicht. Also hier eine innere Grundreinigung zu machen nach einer inneren Inventur deiner Glaubenssätze. Denke mal dran, wenn du schon alles so denken würdest, wie du es denken musst, wenn du dein Ziel erreicht hast, dann wärst du schon da. Also geh davon aus, dass du viele Infektionen hast, viele Gedanken und Glaubenssätze hast, die ausgetauscht werden müssen und das Neue, was reinkommt, die Bücher, die du siehst, die Videos, die du anschaust, die fallen zunächst auf das Alte, was schon da ist und das gilt es loszulassen. Und genau hierfür verstehst du vielleicht auch, weshalb die Besten der Welt, die besten Sportler, die besten Politiker, die besten Unternehmer allesamt eines gemeinsam haben, nämlich einen guten Coach, einen Mentor, der nicht nur an sie glaubt, sondern der dabei auch hilft, das Alte loszulassen und das Neue zu implementieren. Also hierzu bist du auch eingeladen, ein kostenfreies Erstgespräch zu beantragen. Ansonsten sehen wir uns morgen wieder zum siebten Teil unserer zwölfteiligen Serie.